Hi, ich bin's wieder, Chris, und ich will euch jetzt mal zeigen, wie ihr eure Instagram-Posts ganz einfach vorplanen könnt, sodass sie dann automatisch an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit gepostet werden. Und zwar geht das Ganze mit Canva, werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Und hier können wir eben ja uns einen Instagram-Post einfach erstellen aus schönen Vorlagen heraus und können dann hier oben bei Teilen, bei der Handy-App übrigens von Canva geht das so ähnlich auch. Können dann hier auf Mehr gehen und haben jetzt hier den Punkt Planen. Ja, dann bekommen wir eben so einen Kalender und da können wir uns dann eben einen Tag aussuchen, wann halt dann der Post automatisch gepostet werden soll und auch noch die Uhrzeit einstellen. Ja, müssen dann am Anfang einmalig noch unser Instagram-Konto mit Canva verbinden und dann können wir das Ganze auch schon vorplanen und sehen dann hier auch cool im Kalender, ja, welche Posts wir für welchen Tag vorgeplant haben. Ihr seht, es geht auch für Twitter, Facebook und Pinterest. Ja, auch sehr cool. Ist natürlich vor allem praktisch, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ja 2 Wochen auf Reisen sind und nicht so viel Zeit haben, da selbst was zu posten. Dann können wir das natürlich alles vorbereiten und dann für die 2 Wochen jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wie auch immer, ja, die Posts vorplanen, dass sie da automatisch gepostet werden und dann, während wir auf Reisen sind, werden die da automatisch gepostet, ohne dass wir da was machen müssen. Für solche Situationen ist es natürlich sehr praktisch oder auch andere. Ja, wir brauchen für das Feature Canva Pro. Das können wir aber auch 30 Tage kostenlos testen. Das habe ich jetzt auch schon öfter gemacht. Und es ging circa alle 3 Monate, konnte ich es wieder 30 Tage kostenlos testen. Also das kann man wirklich öfter machen. Ja, und ich habe natürlich schon gemerkt, ja, wie cool es auch ist bei der Pro-Version. Also da war ich dann schon nochmal um einiges schneller. Und wir haben natürlich, ihr seht es hier, ja 100 Millionen Premium-Fotos dabei und Videos, ja auch Premium-Schriftarten und halt vor allem auch hier über 610.000 Premium-Vorlagen. Also richtig gute Vorlagen, wo wir dann einfach nur noch unseres kurz eintragen müssen. Spart natürlich auch eine Menge Zeit und bekommen da richtig gut aussehende Vorlagen. Ja, haben hier auch sogar noch einen Hintergrundentferner dabei, um halt einfach den Hintergrund schnell transparent zu machen von dem Bild. Ist ja auch öfter praktisch für Thumbnails zum Beispiel. Und haben hier auch natürlich Markenunterlagen und auch den Inhaltsplaner, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Und extra Speicherplatz. Ja, ich habe schon gemerkt, dass es so seine Vorzüge hat. Und ich finde vor allem, es ist, also ich persönlich finde es viel besser als andere Tools, die jetzt zum Beispiel auch Geld kosten. Finde ich jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis wesentlich besser. Von dem, was wir jetzt hier alles bekommen und ja, die Funktionen einfach, die sehr praktisch sind und die coolen Designs und Bilder und alles. Ja, genau, und somit können wir das hier ganz einfach halt machen. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr eure Instagram-Posts ja automatisch postet und ebenso vorplant und was ihr dafür nutzt, wie macht ihr das so, ja, wie findet ihr Canva? Also Canva hat sich so zu meinem Lieblingsdesign-Tool entwickelt, die letzten Jahre. Ich habe auch die letzten Jahre nie wieder Photoshop oder sowas gebraucht, weil ich hier eben wirklich alles habe, was ich brauche. Und ich nutze es halt für ja, Instagram-Posts, YouTube-Thumbnails, Mockups auch für meine Produkte oder eben Lead-Magneten. Und für alle möglichen Designs, für alles Mögliche eben. Ihr seht das ja hier auch. Für Logos natürlich auch. Ja, das ist schon echt ganz cool. Ja, dann könnt ihr euch jetzt auch gerne noch meine Instagram-Affiliate-Playlist angucken. Werde ich euch beim i verlinken und in der Videobeschreibung findet ihr mehr solche Tipps und Tricks zu Instagram, die mir halt geholfen haben, da ja schneller zu wachsen, eben als Affiliate auch und ja, da auch eben mehr Affiliate-Provisionen zu erzielen. Und ja, wenn ihr da noch mehr wollt, dann verlinke ich euch auch noch meine 7 Instagram-Glitches in der Videobeschreibung und beim i werde ich auch noch mal ein Video dazu verlinken. Ja, damit ihr halt noch mehr Aufrufe, Follower, Likes, Kommentare bekommt und auch mehr Verkäufe mit Instagram erzielen könnt, habe ich jetzt reingepackt, was mir geholfen hat. Und sind halt auch meine Erfahrungen drin aus über 5 Jahren Instagram. Ja, kriegt ihr als einen von 11 Boni zu meinen 3 Online-Kurs-Booster dazu und somit schaltet ihr dann hier das Affiliate-Trainingslager frei mit all diesen kleinen Kursen, wo ich uns dokumentiert habe, was mir von 0 auf 10 bis 60 Euro am Tag als Affiliate geholfen hat. Gut, dann hoffe ich mal, es hat euch weitergeholfen und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao, euer Chris.